Oder nehmen Sie ein anderes Betonungsspiel dieser Art. Wie betonen Sie einen Satz, der so ganz unbetont hingeschrieben, vielleicht sogar als Mission Statement oder als Leitbild, wir haben auf euch gewartet. Betont man den in der vielleicht etwas angelsächsisch, auch skandinavischen Art, auch in der Art unserer guten Schulen, hey, ihr seid gut, wir haben auf euch gewartet, oder betont man den in der misanthropisch-teutonischen Art, auf dich habe ich gerade noch gewartet. Ich wundere mich schon gar nicht mehr. Ihr werdet doch euer blaues Wunder erleben. Und das ist eigentlich die Frage, was macht diesen Atmosphärenunterschied aus einer Schule, wo man sagen kann, wir haben auf euch gewartet, ihr seid eingeladen, ihr seid schon ganz gut, in euch steckt noch viel mehr drin, das wollen wir hier herausfordern. Oder eben, wo man sagt, die Schüler machen, was sie wollen. Oder eben dieses, die machen wieder, was sie wollen. Und das hat sehr viel zu tun mit diesem Thema, nämlich der Zeitstruktur oder dem, was es bedeutet, Gegenwart zu schaffen. In unserer Tradition, gerade auf die Schule bezogen, ist das berühmte Leben ja etwas, was immer erst später kommt. Also in das Leben werden Schüler in der Schule gewöhnlich nicht eingeladen, sondern häufiger wird ihnen mit dem, so heißt das dann, späteren Leben gedroht. Und das ist, hat ja nun eine tiefe Hintergrundstrahlung in einer Kultur, in der sozusagen auf das Jammertal in einem zweiten Durchgang dann vielleicht das richtige Leben im Himmel folgte oder in der Säkularisierung dieses Himmels und des später, dass, wenn wir das Paradies auf Erden schaffen, es dann kommt oder eben auch lebensgeschichtlich, nicht jetzt, also zum Beispiel in der Schule lebt ihr, sondern das machen wir jetzt und wenn die Schüler fragen, warum, dann eben für das spätere Leben. Ich möchte diesen Betonungsunterschied, der auch einen Mentalitätswandel deutlich macht, noch ein drittes Beispiel geben. Wie betont man so einen Satz, hast du heute schon einen Fehler gemacht? Vielleicht so wie ich und manch einer von Ihnen es als Kind oder als Schüler erlebt hat, wenn man mittags nach Hause kam, vormittags schon hatte die pädagogische Inquisition mit roter Tinte gespritzt und dann nochmal die Frage, was hast du da wieder für einen Fehler gemacht? Etwas mit der Betonung, mit der Hintergrundbetonung, wer Fehler macht, ist selbst auch falsch. Oder, und das ist interessant, eine Betonungsverschiebung, die aufkam Mitte der 80er Jahre in einigen Betrieben in USA, zum Beispiel Rank Xerox, eine Art Mittagsmeditation des Managements. Hast du heute schon einen Fehler gemacht? Und wer diese Frage nicht positiv beantworten konnte, stand im Verdacht, dass er vielleicht noch gar nichts gemacht hat. Also der Fehler gewissermaßen als eine Eintragung im Pass von Grenzgängern. Der Fehlversuch als notwendiges Element in Lernprozessen, etwas, was Lernprozesse unterscheidet von Kopiervorgängen. Dieses später, also diese Fixierung auf ein Später und die Benutzung der Gegenwart als eine Investition für ein unbekanntes Später durchzieht unser Bildungssystem immer noch. Und dort, wo Schulen interessant werden, gewinnen sie Gegenwart. Gewinnen sie wache Gegenwart
Und die wache Gegenwart ist die Zeit der Lernprozesse, nämlich der Verknüpfungen, der Möglichkeit, Bisheriges, Neues, Unbekanntes zusammenzubringen. Es gibt einen Satz, der sich durch die Geschichte zieht, zum ersten Mal bei Heraklit, dann bekannter geworden bei Rabelais: Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flammen, die entzündet werden wollen. Und dieser Mythos des Fasses, dieses passiven, leeren Behälters, der gefüllt werden soll, steckt sozusagen feinstofflich im Alltag. Es ist interessant, dass diese Frage eigentlich immer aufkam in Zeiten, die man Zeiten einer Renaissance oder der Entdeckung von Subjektivität nennen könnte, also in der Antike. Auch bei Herodot gibt es dieses Wissenschaft oder Weisheit heißt nicht Schiffe zu beladen, sondern, dann kommt es wieder, Fässer zu füllen. Eine kleine Geschichte könnte deutlich machen, was das heute bedeutet. Es gab in Hamburg vor einigen Jahren eine Konferenz der gymnasialen Schulleiter und der der Regierungsbeamten, die für das Gymnasium zuständig sind, über die Frage, die Konferenz sollte ein Votum abgeben zu der Frage, soll in der Grundschule Englisch eingeführt werden? Und die Konferenz hat sich dagegen ausgesprochen mit einer interessanten Begründung, nämlich mit der Begründung, dass wenn die Kinder schon in der Grundschule mit Englisch anfangen, dann wird es im Gymnasium so schwer, sie alle auf einen Stand zu bringen. Und das ist sozusagen der Mythos des leeren Fasses, dass man möglichst noch säubern und desinfizieren soll, damit keine störenden Rückstände da sind, um nun dann dieses Füllen des Fasses sozusagen ohne Verunreinigung durchführen zu können. Dabei weiß jeder, dass Lernen immer Verknüpfung ist.